Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ultima 5. Ja, ihr seht, ich bin nicht mehr da, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Ich habe während den Folgen mal versucht, ein wenig mit dem Schiff zu navigieren. Ich habe versucht, hier rüber zu kommen. Aber entweder habe ich mich zu blöd angestellt, oder durch die Blockade, die hier ist, kommt man einfach nicht rüber, oder es geht einfach nicht. Das würde aber bedeuten, dass wir, so wie es im Moment ist, weil die Blockade will ich nicht beheben, weil ich glaube, das würde uns die Unterdrückung übel nehmen und wir brauchen ja noch das Passwort und Dings, deswegen würde ich es erstmal noch nicht machen. Das bedeutet, dass wir per Mondstor nach Skarabre oder nach Jelam gehen und ich würde sagen, dann holen wir uns nämlich von dort ein Schiff und danach können wir hier zumindest hier rumfahren. Man kann ja, glaube ich, mehrere Schiffe haben. Dann können wir hier auch rumfahren, dann legen wir hier irgendwo an beim Leuchtturm, da ging es ja zum Anlegen. Und danach können wir hier mit dem anderen Schiff wieder weiterfahren. Ich fände, das wäre eigentlich eine ganz gute Sache. Wir müssen halt warten, bis das Mondtor aufgeht. Ich glaube, das nächste Mondtor geht nach Skarabre auf. Das würde ich dann nehmen. Aber ich dachte mir, es ist nicht verkehrt, nach Trinsic jetzt zu gehen. Das ist ja hier, dieser Ort, wo wir auch gerade sind. Weil da soll noch irgendwas sein, so ein Holzpferd, so ein Spielzeug, das wir auch ins Lyceum bringen sollten. Und deswegen fände ich es gar nicht mal verkehrt, erstmal das hier zu machen. Dann würde ich das machen, vielleicht erfahren wir auch das Mantra für den Schrein, ich glaube, das haben wir nämlich auch noch nicht. Dann können wir vielleicht zum Schrein gehen, vielleicht können wir auch nach Pors gehen, schauen wir einfach mal. Ja, in diesem Spiel ist es wirklich so, dass ich immer neue, dass meine Pläne immer wieder nicht funktionieren. Und ich dann doch irgendwie was Neues mache. So. Trinsic. Bin ich gespannt, was uns da alles erwartet. Der erwartet uns auf jeden Fall schon mal da. Ein Paladin. Trinsic ist ja auch die Stadt der Paladine. Okay. Ach ja, stimmt. Trinsic hat ja wurde ja ziemlich belagert, weil sie sich Blackthorn nicht untergeben wollten oder so irgendwas. Okay, Fischerei. Okay, mittlerweile ist also Trinsic der Hauptstützpunkt der Militär- und Seekommando. Allison, Offizier der Unterdrückung, okay, bei dem müssen wir aufpassen. Okay, Simon, das ist Sir Simon. Mit dem sollen wir ja auch noch reden. Der ist in den Bordermarsch, oder wie es heißt. Der ist ja jetzt beim Widerstand. Alles klar. So, wer warst du? Das war Talon. Gut, dann wollen wir doch auch mal die Stadt betreten.
Vielleicht finden wir hier noch ein paar neue Aufgaben. Oder neue Erfahrungen. Das sieht nach einer etwas größeren Stadt aus. Okay. Schauen wir erstmal in diese Hütte hier rein. Ist da irgendjemand da gerade? Die Hütte gefällt mir. Die sieht doch schon mal gar nicht mehr so schlecht aus. Da haben wir ein etwas größeres Gebäude. Bleiben wir erstmal hier. Was ist denn das für ein Gebäude? Ah, das ist sogar ein Schild. Ausbilder. Ja, sehr nett. Was kann hier ausgebildet werden? Dann reden wir mal mit dem hier. Bin ich ja mal gespannt, was hier ist zum Ausbilden. Geht's da eigentlich auch noch hoch? Ja, da geht's auch noch nach oben. Ah, okay. Dann müssen wir noch nach oben schauen. Das ist Sir Allison. Okay. Mit Fala. Allison. Ja. Ja, genau, man hat uns nach den Avatar benannt. Ja, sein Beruf? Ja, Statthalter. Aber eigentlich scheint es ein ganz netter Kerl zu sein. Und er ist ein Ausbilder. Oh, Bogen. Okay. Das heißt, da können wir unseren Fernkampf uns lernen. Ja, Talon haben wir schon kennengelernt. Ja, natürlich werden wir es sich wissen lassen. Anel. Okay. Anel. In der Heilstube. Okay, den sollten wir mal aufsuchen. Obwohl. Okay, der will was von ihr, wie es aussieht. Talonsprozess und sich das Leben nehmen? Ja, von so Ehrensachen halte ich eigentlich nicht viel mit, sich selbst das Leben zu nehmen. Okay, was ist mit Talons Prozess? Beleban. Aha. Okay, da bin ich mal gespannt. Mit Beledan werden wir wahrscheinlich früher oder später auch reden. So, was kann man denn hier machen? Fernkampf? Was würde das denn kosten? 600 Goldstücke.
Oder 750, ja. Ja, ihr seht, ich habe den Mod noch nicht installiert, wo das Ganze billiger macht. Aber ich glaube, das mache ich noch, weil die Preise sind doch sehr, sehr happig. Todesstoß kann niemand lernen und Parade kann auch niemand lernen. Okay, das heißt nur Fernkampf hier. Aber ich will das Geld erstmal sparen, weil so viel haben wir jetzt auch nicht mehr und ich brauche wenigstens 600 oder 7, ja, 600 bei jedem, um da ein Schiff nochmal zu holen. Von daher lernen wir jetzt erstmal noch nichts. Erst einmal wieder ein bisschen zu Geld gekommen sind und ich vielleicht auch diesen Mod installiert habe. Hier ist nichts mehr. Gut. Dann wollen wir mal hier wieder rausgehen und uns weiter umschauen. Da haben wir, glaube ich, nichts mehr. Nö, nicht wirklich. Außer dass ich nichts mehr sehe. Und hier ist wieder die Stadtmauer. Okay. Sehr gut. Und da ist auch die Stadtmauer. Dann schauen wir mal in dieses Haus hier rein. Haben wir hier jemanden? Jemand zu Hause? Ja, da geht's auch wieder hoch. Also kurz mal hochschauen. Ja, da ist doch tatsächlich jemand da. Dann reden wir mit dem oder die. So, wer bist du? Wer bist du denn? Brethil. Sehr schön. Und dein Beruf? Ah, eine Druidin oder, naja, ehemalige Druidin oder sowas. Aha, und hier ist auch der Beledan zu Hause. Das heißt, sie soll mit Talon. Nun ja, ihr wisst schon. Oh, hört sich interessant an, was sie alles kann. Pentra kennen wir auch schon. Okay. Es hört sich an, als ob sie nicht sehr begeistert davon wäre. So, kannst du unterrichten? Okay, Vormittag, ach, von, heißt denn nach? Ab 8 bis 12 Unterricht, alles klar. Das schreibe ich mir mal kurz auf. Ich meine, wir können im Moment noch nichts lernen, da uns das Geld fehlt, aber wir kommen dann irgendwann mal wieder. Und lernen das Ganze. Vielleicht kommen, sind wir auch noch eine Zeit lang hier, so dass wir noch lernen können. Oh, Moment, ich will ja auch hier noch in die ganzen Sachen reinschauen. Irgendwo müsste noch ein Ding sein.
Hier ist nichts. Das habe ich ganz vergessen. Wir haben, ich will ja noch schauen, ob wir sowas finden für die eine, die da weggezogen ist. Das ist nur eine Wache, okay. Da haben wir auch noch mal jemanden. Gehen wir mal hier kurz durch. Das Gatter machen wir natürlich wieder zu. So. So, wen haben wir das da hier? Ja, ich habe ganz vergessen. Wir müssen ja noch die ganzen Sachen abklappern, ob wir dieses Spielzeug finden. So, wer bist du? Du bist Hatta. Dein Beruf? Ich schätze mal, du hast was mit Pferde zu tun. Oh, die armen Pferde. Aber so kann man es natürlich auch machen, um die Pferde nicht verkaufen zu müssen. Also, dass die Leute hier mit den Pferden reisen. Okay. Alles klar. Trotzdem nettes Gespräch. So, hier raus. Oh. Du rennst direkt hier durch. Naja. Auch gut. Dann schauen wir mal, was wir immer noch so alles finden. Hoppala, ich bin natürlich... Okay. Okay, das war jetzt irgendwie seltsam. Spielzeugtaucher, schaut mal, was wir da haben. Da haben wir ihn ja sogar schon. Du kommst mit. Das hatte ich nicht als Kammerverlust. Nee, stand ja auch nicht drin, dass es ein Dings ist. So, sehr schön. Wenn wir dann mal wieder ins Lyceum kommen, dann können wir, naja, ihr wisst schon. Dann können wir dieses Spielzeug abgeben. Da wird bestimmt jemand sehr, sehr glücklich sein, schätze ich mal. Hier ist auch niemand. Was ist das? Das ist doch... Das ist der Schmied. Ja, hoppala. So wollte ich das jetzt nicht machen. So, dann haben wir hier den Schmied. Von dem haben wir ja auch schon gehört. Da ist die Stadtmauer, alles klar. Dann würde ich sagen, bei der nächsten Folge reden wir mit dem. Mal schauen, was der zu sagen hat. Ja, das ist wahrscheinlich der, wo nicht dieser Paul, sondern dieser Wolfie, glaube ich, hieß er, wo zu Tode geschuftet wird von diesem Paul. Naja, nicht besonders toll, aber gut. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!